Leute, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play BeamNG Drive. Wir haben heute mal ein sehr interessantes Fahrzeug, wie ihr vielleicht schon am Titel gelesen habt. Sollte den Wagen, den wir hier haben, wie man noch nie getestet, dann liegt unten in der Beschreibung, der schnellste Wagen sein, den wir jemals in BeamNG hatten. Vielleicht sogar, nee, nicht das schnellste Objekt. Wir hatten die Rakete, die wäre schneller. Aber das Ding sollte absolut ein Monster sein. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Wir werden auf jeden Fall mit dem Topspeed-Test heute machen, aber ich denke erstmal werden wir kurz hier noch gucken, hier so rumzufahren. Wir sind auf der Dead Zone Map, die wollte ich mal ausprobieren. So sieht die aus. Hier hat einige coole Sachen, wie ihr vielleicht seht. Und jetzt zum Beispiel eine sehr, sehr lange Gerade, auf der wir später die Geschwindigkeit testen können. 3000 PS oder so hat das Ding und ich habe gesehen, als ich hier lang gefahren bin, schon, dass das sehr leicht die Federung, die Lenkung vorne kaputt geht. Ist ein Automation-Fahrzeug, wie ihr seht, das heißt Crashen, weiß ich nicht, ob das wirklich so gut ist. 12 Gänge irgendwie. So, ich versuche sehr vorsichtig zu sein. Ihr seht schon mal, der erste Gang ist sehr lang. Wir sind bei 100 km/h und da passiert noch nicht viel. Lasst mich mal kurz, so, gucken wir mal, wie er hier fährt. Erstmal, der geht schon mal ab. Okay. Warte mal, einfach ziemlich viel. Performance-Einschlag. Okay, also er geht schon mal ganz schnell ab. Er ist die erste Beschleunigung am Anfang ist nicht so krass, also er hat schon besseres. Autsch, erstmal voll zerstört. Aber dennoch wird das Ding relativ schnell. Also wir machen gleich einen Geschwindigkeitstest. Wir können mal kurz hier Vollgas geben. Okay, jetzt geht's schon ganz schnell ab. Da mal über die Dings rüber. Hier auf die Schienen. Und au. 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 Okay, und komplett runter. Ich wollte aber. Machen wir mal ein bisschen heller oder so dunkel hier. So, Länge. So, da wollen wir vielleicht außen rumfahren, damit wir da nicht wieder alles zerstören. So, hier hoch. Wollen wir die Rampe mal nehmen? Ja. Wir nehmen ja nicht mit Vollspeed, gehen mal kurz Gas. Kompletter Wheelspin durchgehen. 220 km/h schon Wheelspin. Also, was jetzt schon? Die ganze Zeit schon Wheelspin. So, einmal die Handbremse betätigen. Das war jetzt aber nicht sehr effektiv. Ihr seht, der lenkt nicht viel ein. Also, man muss ihn sehr speziell fahren. Aber dafür ist auch ein spezielles Fahrzeug. Wir haben auch noch ein Nitro, den wir ausrüsten können. Ich mag die Rücklichter. Dann können wir es auf 7000 PS machen. So, probieren erstmal, mal sehen, wie schnell wir werden. Oh, wir verlieren die Kontrolle. Oh. Da haben wir uns verpackt, weil wir so schnell waren. okay, das war nichts, Leute. Das war gar nichts. Oder wollen wir jetzt schon Geschwindigkeitstest? Ach komm, wir machen jetzt einen Geschwindigkeitstest. Und dann machen wir Sprünge danach mit Topspeed, oder? Ja. Wir probieren es mal aus. Wir machen es erstmal hier zwischen. Oder wollen wir auf die. Ja, wir gehen vielleicht auf die sichere Strecke. Hier über die Schienen kurz zweimal rüberfahren. Puh. Okay. Bin immer sehr gespannt. Wir schalten in den manuellen Modus. Ihr seht eins. Okay, ich kann es nicht verschalten. So, 3, 2, 1, warte, das war ich noch nicht, 3, 2, 1, los geht's. Zweiter Gang, dritter Gang, oh, wir haben Wheelspin bis gar nicht. Zum Untergang, okay, ich versuche den hier irgendwie zu, oh shit, au, au, okay, das wäre, oh wow, das wäre sehr unangenehm gewesen, den zu kontrollieren ist so schwer. Wir sind immer noch im Wasser mit über 100 km/h unterwegs, ich glaube, das stoppt auch erstmal so schnell nicht. Nochmal. Okay, zweiter Gang, dritter Gang. Denkt dran, hier ist die richtige Geschwindigkeit. Oh, scheiße, mein Gott. Das ist unglaublich schwer, den auf Geschwindigkeit zu kriegen, Leute. Und ich bin extra schon weg von den Bäumen. Ach so, die Zeit geht vorwärts, ne? Ja. Kann man, dass es so dunkel wird. Ich hätte ein bisschen was von einem A12 Superfast, finde ich. Okay. Kann man einen höheren Gang schalten? Ja, schalten wir lieber mal einen höheren Gang, dann ist es sicherer. An, wie der automatisch die Kontrolle verliert. So, lieber meinen siebten Gang. Oh, ich glaube, wir müssen links rüber, oder? Ja. So, 400. Okay, wir sind jetzt schon ziemlich schnell, aber das ist jetzt noch nichts Unglaubliches. Jetzt haben wir gleich den Geschwindigkeitsrekord, was Autos angeht. 540. 540. Ihr seht, wie die Räder immer größer werden. Weil die G-Kräfte auseinanderziehen. Aber wir verlieren ein bisschen die Kontrolle. 700. Oh, wow. Das ist schnell. 800. Wir haben immer noch 4 Gänge. Die Räder werden immer größer. Das ist ein bisschen unrealistisch groß, die Räder jetzt. Oh, wegbleiben davon.
Aber da seht ihr, wie BeamNG das simuliert, dass sie auseinandergerissen werden. Eigentlich muss alles gut gehen. So, über 1000 Karma. Wie weit geht das? Oh, nicht mehr weit. Okay, wir bewegen uns immer mit über 1000 km durch das Wasser. Ich glaube, wir werden obendrauf eine lange Zeit gefahren. Das wird hier interessanterweise. Normalerweise wird das simuliert. Hier jetzt nicht. Wir bremsen trotzdem ab. Die Räder werden immer kleiner. Kleiner und kleiner und kleiner werden die Räder. Jetzt blockieren sie. Können wir noch unter Wasser fahren? Ne, unser Motor ist kaputt. Aber interessanterweise ist es erstaunlich viel. Okay, das war interessant. Versuche ich nochmal zu kontrollieren oder immer im richtigen Gang zu bleiben. Maximale Beschleunigung. Oh, hier sieht immer wieder rauskickt. Oh. Oh, tschüss. Oh, wow. Der kann noch viel schneller als 1000 km/h. Wir werden weiter versuchen, das auf die Geschwindigkeit zu kommen. Oh, 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 oh. Komm schon. Okay. So, immer weiter, mal weiter, mal weiter, mal weiter. Oh, ich kann nicht mehr lenken, ich kann nicht mehr lenken, ich kann nicht mehr lenken. Ah, Bäume, 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 Bäume. Haben wir es geschafft? Ja, wir haben es tatsächlich geschafft. So, mal sehen, ob wir jetzt über 1000 km/h kommen. Ich rechne eigentlich damit. Guckt euch an, wie schnell die Schatten fallen. So, das will ich mal kurz angucken. Wir sollten ja nicht lange brauchen, bis wir bei dem Wagen sind. Bis der Wagen an uns vorbeifährt. So, okay. Jetzt bin ich mal gespannt. Man sieht ihn kaum. Ich glaube schon immer weiter beschleunigen, immer weiter. Ihr seht, die Räder bewegen sich langsamer, drehen sich langsamer, als wir überhaupt fahren. Oh, gegenlenken. Oh. Und. Okay. Ich glaube, wir müssen in der nächsten Folge auf die Gridmap gehen, oder? Wir kriegen den hier nicht auf Topspeed. Sollen wir mal kurz uns in diese Richtung hier bewegen. Da, 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 da. Genau, damit wir einen schönen Looping noch machen können oder einen Jump mit 4 PS. Mit 4 PS, mit viel. Na, wie heißt's? So, mit viel Geschwindigkeit. Jetzt brauchen wir, jetzt wollen wir uns nochmal den Nitro rein, oder? 10 Liter Flatplane V8 Nitro. So. Okay, jetzt wird's unangenehm. Auf geht's. Ich bin nur durchhört durch die Gänge. Okay, wegbleiben von den Bäumen bitte. So, 600. Rechts, rechts, rechts. Ich konnte nicht mehr weglenken. Ich konnte nicht mehr weglenken. Das schmettert immer alles. Dann gibt es den Überschlag. Wow, okay. Komm schon. Einfach nur durch die Gänge durchhauen. So, fünfter Gang zum Stabilisieren. Sechster Gang. Siebter Gang. Achter Gang. Komm schon. Und ab den Looping. Mit 900 km/h. Ihr seht, da zerreißt alles. Wir zerschmettern, weil wir mit so viel Kraft gegen dieses in den Looping gecrashed werden. Aber jetzt sind wir in Echtzeit. Wir sind ganz schön langsam geworden. Ich dachte, wir wären immer noch in der Slow Motion. Fliegen dafür ziemlich weit. Und. Oh, wir sind wieder abgesprungen. Nee, irgendwas ist hochgeflogen. Unser Motor ist rausgesprungen. Okay. Vielleicht schaffen wir nochmal. Okay, wir probieren noch einen Höchstgeschwindigkeitstest. Ein einziger. Okay, den machen wir auf der Straße. Ich denke, wir werden immer noch nicht die Höchstgeschwindigkeit erreichen. Der kann, glaube ich, über 3000 km/h fahren. Das Problem war vielleicht in der nächsten Folge, wenn ihr Lust habt. Wenn ihr in der nächsten Folge einen Topspeed-Test mit dem. Also, den nächsten auf einer anderen Map sehen wollt, schreibt es unten in die Kommentare. Na komm. Dann machen wir das. So. Damit ihr mal einen kleinen Eindruck davon bekommt, wie schnell wir sterben, wenn wir gegen den Tempo fahren. Aber schon, das müssen wir doch irgendwie schaffen. Oh, da ist schon wieder was. Eieiei. Der ist so schwer zu kontrollieren. Oh. Der ist so schwer zu kontrollieren, das ist unglaublich. 1, 2, 3, vierter Gang, fünfter Gang, sechster Gang, rechts, okay, wir können gar nicht mehr gegenlenken, also wir brauchen viel, viel Fläche dafür.
Das können wir in der nächsten Folge machen. Wenn ihr darauf Lust habt, schreibt mir das einfach unten in die Kommentare. Aber auf jeden Fall, das ist eine saugeile Mod. Und ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Hab's gefallen, sagt tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer GCG. Ciao.